Herr Henkel, haben Sie Ihr Geld schon von der Bank geholt? Nee, warum sollte ich? Die Banken sind doch völlig sicher. Die Bundeskanzlerin hat doch bestätigt, dass die Banken gerettet werden. Und das halte ich für überflüssig. Glauben Sie selbst dran? Also die User von dem MNews sind ja sehr kritisch. Die sind der Meinung, dass das Versprechen vielleicht doch nicht am Ende gehalten werden kann. Das wird in Deutschland bestimmt gehalten. Man müsste vielleicht sagen, leider. Aber in Deutschland ist ja noch nie eine Bank richtig pleite gegangen. Und wenn, haben andere Banken sie aufgefangen? Oder in der Krise die Bundesregierung? In Amerika ist das ganz anders. Dort sind inzwischen schon über 100 Banken pleite gegangen. Aber in Deutschland haben wir das nicht zu befürchten. Sie sagten eben leider. Sind Sie der Meinung, dass die Bankenrettung doch zu weit gegangen ist? Ja, ich finde, man hätte irrelevante Banken, wie zum Beispiel jetzt die WestLB, durchaus über die Wupper gehen lassen sollen. Und was ist mit der Hypo Real Estate? Ach, schwieriger Fall. Das war zu einer Zeit, wo ich die Übersicht genauso wenig hatte wie wahrscheinlich die anderen. Mhm. Also hier will ich die Regierung auch nicht kritisieren, denn das wäre schon ein großer Einbruch in das Vertrauen der deutschen Pfandbriefbesitzer gewesen und hätte Konsequenzen gehabt, über die wir uns nicht im Klaren waren damals. Mhm. Krise generell, haben Sie sie kommen sehen, diese Krise, dieses Ausmaß? Überhaupt nicht. Und ich lache mich immer tot über solche Leute, die behaupten, sie hätten sie kommen sehen. Auch diejenigen wie Stieglitz, die immer so ein bisschen kritisch gegenüber der Globalisierung waren, haben diese Krise nicht vorhergesehen. Niemand hat von denen über die Immobilienblase gesprochen, sondern sie haben über andere Dinge geredet. Oder auch die Kritiken an Hedgefonds oder Heuschrecken oder die Methode von Herrn Steinbrück zum Beispiel, auch die Steuerparadiese irgendwie mit in die Verantwortung zu ziehen. Alles das hat ja mit der Krise gar nichts zu tun. Das war eine Immobilienblase in den Vereinigten Staaten, die geplatzt ist. Und wenn man die Ursachen der Krise nicht kennt, dann weiß man eigentlich auch automatisch nicht, die richtigen Mittel einzusetzen, um die nächste zu verhindern. Welches sind die Ursachen Ihrer Meinung nach? Nicht die Gier, denn die gab es schon immer. Nicht auch Jesus von Nazareth hatte schon die Geldwechsler aus dem Tempel gejagt. Und ich kann nicht erkennen, dass nun gerade vor 2 Jahren plötzlich die Gier in der Welt ausgebrochen ist, sondern eher das Gutmenschentum amerikanischer Politiker, die sicherstellen wollten, dass jeder Amerikaner ein eigenes Dach über dem Kopf hat. Und in der Tat zwischen der Regierung Carter, und das war die erste, die mit diesen Entscheidungen angefangen hat, billige Kredite für solche Leute zur Verfügung zu stellen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können, bis hin zu Präsident Bush Jr., der auch noch mit einem Gesetz nachgeholfen hat, ist die Anzahl der amerikanischen Bürger, die im eigenen Haus wohnen, von 30% auf 70% gestiegen. Und damit ist alles erklärt. Und bezahlt hat es die Sachsen-LB. Genau, unter anderem. Es ist ja, und das habe ich in meinem Buch, die Erbwracker, ja hinreichend beschrieben. Und das wissen die wenigsten Deutschen. Erstens ist Deutschland stärker betroffen worden von der Krise, von der Immobilienkrise, als jedes andere Land. Und zweitens... Von der Immobilienkrise in Amerika. Von der Immobilienkrise in Amerika, vielen Dank für die Klarstellung, ist Deutschland mehr betroffen worden als jedes andere Land, nicht der Immobiliensektor. Und zweitens, über 70% dieser seltsamen Papiere, die ihren Weg nach Deutschland gefunden haben, haben ihren Weg in staatliche Banken gefunden. Auch das ist wenig bekannt und man kann schlecht sozusagen unter dem Hinweis, dass der Staat jetzt gefordert ist, mehr Rolle und mehr Einfluss des Staates verlangen, wenn man nicht gleichzeitig erkennt, dass tatsächlich über 70% dieser Papiere in staatlich kontrollierte Banken gewandert sind. Und diesen Weg hat ja schließlich die Politik geebnet, wahrscheinlich auch Herr Asmussen? Richtig, Herr Asmussen ist auf der einen Seite der große Krisenbewältiger gewesen und ließ sich dafür feiern oder wurde dafür gefeiert. Aber richtig ist seine eigene Rolle in der Durchsetzung der Asset-Backed Securities, wie diese Papiere heißen. Also dem Giftmüll. Richtig, seine eigene Rolle dabei ist hinreichend unbekannt geblieben. In meinem Buch habe ich sie mal aufgearbeitet. Hat er Provision bekommen dafür? Nein, ich unterstelle übrigens auch nicht den beteiligten Managern bei den staatlich kontrollierten Banken, dass sie das aus Gier gemacht haben.
Erstmal werden die gar nicht so fürchterlich hoch bezahlt im Vergleich zu den Privatbanken. Und zweitens haben die nicht durchgeblickt. Ich habe ja auch festgestellt, dass zum Beispiel die NordLB sich diese Papiere nicht hat unterjubeln lassen. Und habe mal mit dem Chef der NordLB darüber gesprochen, Herrn Dunkel. Und meine Conclusio nach diesem Gespräch ist, die waren zu blöd. Also waren sie zu schlau. Denn die haben diese Papiere nicht verstanden. Und die haben sich nach dem alten Rezept der Landwirte verhalten. Was man nicht kennt, das isst man nicht. Und die anderen, die so schlau waren, weil sie dachten, sie verstehen die Papiere, sind eigentlich die Dummen gewesen. Nun drängt sich natürlich auch der Verdacht auf, dass die Politik irgendwie von amerikanischen Investmentbanken mehr oder weniger gesteuert wurde, um ein Feld zu schaffen, diesen Kreditmüll hier in Deutschland aufzusorgen. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass zum Beispiel der Spiegel diese These verbreitet hat. Das halte ich für etwas gewagt. Wenn man es gibt in Spanien, Kanada beispielsweise, ja, gibt es das nicht. Aber der liegt in Deutschland und nicht in Amerika. Und der liegt auch nicht bei den Investmentbankern. Der Grund liegt einfach darin, dass die Gewährträgerhaftung für diese staatlichen Landesbanken durch die EU aufgehoben wurde, zu Recht. Aber man hat den Banken noch ein paar Jahre Zeit gelassen. Und da die Banken nun merkten, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, haben sie sich gesagt, solange wir noch billige Kredite vom Staat bekommen können und mit diesen Krediten uns Papiere kaufen können, für die wir mehr Zinsen erzielen, solange machen wir das. Und so haben sie sich dann in den letzten Jahren, ja man kann sagen Monaten vor dem Auslaufen dieser Gewährträgerhaftung, ordentlich nochmal vollgeladen. Das ist der Grund. Sehen Sie ein Ende dieser Krise oder wie sehen Sie die Zukunft? Im Moment spitzt es sich an allen Ecken und Enden der Welt immer noch zu. Schwer zu sagen. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ich habe manchmal das Gefühl, das meiste sei überwunden. Und dann kommt wieder ein Rückschlag. Was Deutschland betrifft, so halte ich die Aussichten, die die Bundesregierung und auch die Wirtschaftsprofessoren zurzeit verbreiten, für etwas zu positiv. Weil viele der negativen Folgen von Entscheidungen der Großen Koalition eigentlich erst jetzt sichtbar werden. Also die Abwrackprämie lief ja genau so aus, dass das letzte Auto sozusagen am Wahltag noch durchrutschte und danach war zappenduster und jetzt steht die Automobilindustrie vor einem entsprechend größeren Loch. Oder nehmen Sie die Kurzarbeit, mit Sicherheit wäre die Arbeitslosenrate 400.000 höher heute schon und sie wird auch um diese Zahl ansteigen, wenn dieses Instrument ausläuft, und es muss auslaufen, weil es ja sehr teuer ist. Das ist auch ein weiteres Beispiel. Oder nehmen Sie Opel, das ist nach meiner festen Überzeugung so orchestriert worden, dass das ganze Ding mit Magna nach der Wahl zusammenbrechen musste, und das ist ja auch geschehen. Kurzes Resümee noch zum Schluss. Glauben Sie, dass wir die Krise in den Griff kommen, oder meinen Sie, dass das Schlimmste noch kommt? Ich glaube, wir kriegen die in den Griff, aber wir kriegen da neue Krisen. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, welche. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.